So, hallo liebe Campingfreunde und die diesmal werden wollen. Ihr seht mich hier in geheimer Mission, naja, so geheim ist jetzt auch nicht. In meinem Wohnwagen sitzen, in Jacke. Hier ist es dunkel, weil wir in der Halle stehen. Aber ich habe einen Auftrag und zwar muss ich die Polster abholen. Denn die werden wir mit Bündchenstoff deutlich verschönern. Was wir da genau machen und wie es nachher aussieht, erfahrt ihr nach dem Intro. Aber vorher zeige ich euch noch kurz, wie es jetzt aussieht. So sieht es jetzt aus. Wir machen das hier mal gerade, damit man sich das besser vorstellen kann. Das sind so, ja, Stoffe aus dem Ende der 90er Jahre. Ich drehe es auch mal um. Ich hoffe, das erkennt man mit dem spärlichen Licht des Handys. Und wie es dann später aussieht, wie gesagt, später. Viel Spaß beim Video. So, die Stoffe habe ich jetzt unfallfrei nach Hause gebracht. Meine Madame hat schon die Nähmaschine bereitgestellt. Seht ihr im Hintergrund? Moment, jetzt. Und wir werden uns jetzt mal daran begeben, zu versuchen, genau, die Polster wieder richtig schön aussehen zu lassen. Ich zeige es euch auch noch mal. So sehen die Polster vor der Behandlung aus. Merkt es euch gut. Das Resultat gibt es später. Aber wir erklären euch natürlich jetzt auch im nächsten Schritt, wie man diese Bündchenstoffe, hier stehen sie. Das Graue ist gedacht für die Sitzfläche und das Dunkelgrüne für die Lehne. Wie man das genau schneidet und vorbereitet, damit es auch richtig gut aussieht. Bleibt also dran. Bis gleich. So, wir haben uns alles bereitgelegt. Hallo Mirjam. Hallo, also hier, hallo. Die Spülmaschine wollte ich schon gerade sagen. Die Nähmaschine steht, das habt ihr eben schon gesehen. Und jetzt werden wir am Anfang auszumessen. Und dabei nehmen wir euch natürlich mit, damit ihr auch wisst, falls ihr sowas machen möchtet, wie das genau funktioniert. Dafür drehe ich euch wieder rum. Moment. So, zeig euch die Nala. Wir haben schon spät, Nenala, du hast schon Nachtruhe gleich. Dann drehen wir uns rum. Ihr seht unseren tollen Arbeitstisch. Wie ihr seht, sind wir in sowas keine Profis. Bei uns sieht aus wie Kraut und Rüben, aber das ist egal. Das Ergebnis zählt. Wo gearbeitet wird, sieht's auch nach Arbeit aus. So. Genau so sieht das aus. Okay, wir haben uns Und hier die Rückenlehne zurechtgelegt. Damit werden wir jetzt einfach mal anfangen. jede Menge Stoff auf einer Rolle. Das nennt sich Bündchenstoff. Bündchenstoff. Was ihr nehmen solltet, zumindest haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, nehmt das Ganze in 35 cm Breite, das heißt, der Schlauch muss 70 cm breit sein. 35 und das ist doppelt, Im das Umfang ist sind es halt 70. Weil das habe ich in einigen Videos, die wir uns natürlich auch angeguckt haben, vermisst, diese Info. hat auch bei unserer bei Sitzfläche haben wir dann auch mal so Probe gedehnt und das hat knapp gepasst, aber besser zu machen. So, Miriam legt sich das mal bereit. Wir erklären das jetzt auch mal. Ich gehe mal auf die andere Seite. Und zwar sollte an beiden Seiten, ich zeige euch das mal darum, die Hälfte der Höhe genommen werden, damit es lang genug ist. Das heißt, ihr nehmt hier noch mal ein bisschen. Die Höhe ist hier 10 cm, das heißt, wir nehmen 5 cm länger. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Dann schneidet die Miriam das ab. Meine Frau ist sehr genau, das dauert ein bisschen. In der Zwischenzeit Werbung. Ihr Waschpulver von Brause. War das dann gleich mit der Zunge? Leute, dazu auch noch mal witzige Sache. Wir waren in dem Stoffgeschäft, um uns diesen
wünschen, Stoff zu kaufen. Und da meinte meine Frau, sie bräuchte eine Schneiderschere. Jetzt dreimal dürft ihr raten, was diese Schneiderschere gekostet hat. Sage und schreibe 35 Euro. Ich zeige es euch mal näher. Sieht eigentlich aus wie eine gewöhnliche Schere, aber 35 Euro. Okay. Wir haben das jetzt alles geschnitten oder Mirjam hat es geschnitten. Und jetzt gleich geht es an der Nähmaschine weiter. So, an der Nähmaschine angekommen. Jetzt hat die Mirjam den Stoff in der Hand. Das erste, was ihr macht, ihr dreht das Ganze um. Auf links quasi. Weil der Stoff sieht doch von innen meistens ein bisschen anders aus als von außen. Also nicht ganz so schön. Von daher ganz wichtig. Jetzt legt ihr euch das gerade auf den Tisch, ohne Falten. Ich versuche mal reinzukommen. Und jetzt müsst ihr das relativ nah am Rand einmal gerade abnähen. Mit einem elastischen Stich. Ich habe hier eine Maschine, die kann Fake Overlock Stich machen. Deswegen werde ich das auch mit diesem Stich machen. Einfach weil wir jetzt vielleicht auch dehnen müssen und damit dann der einfache Gradstich nicht eventuell reißt und ich nicht hier 100 Mal dehnen muss und ich weiß wie viel und nachher zu wenig habe und dann macht es knack und dann ist der Faden gerissen und das ganze Ding kannst du dann nochmal von vorne machen. Deswegen werde ich das mit diesem Fake Overlock Stich machen. Oder Zickzack Stich geht auch, aber die Maschine tickt nicht ganz aber mit diesem Zickzack Stich. So, alternativ, wenn ihr das nicht könnt, müsst ihr quasi den Stoff beim Nähen auseinanderziehen, also dehnen. Weil wie gesagt, er dehnt sich auf den Kissen natürlich deutlich. Es ist halt ein Bündchenstoff, könnt ihr euch vorstellen, wie an den Ärmeln vom Pullover oder am Bauch, quasi ein Abschluss vom Pullover. Es ist halt ein dehnbarer Stoff, der sich anpassen soll. Und der Witz dabei ist, er kann sich nur anpassen, wenn er natürlich deutlich kleiner ist als das Styroporkissen, was ihr habt. Und von daher müsst ihr natürlich jetzt die Naht dehnen, damit es auch drauf passt. Ich hoffe, jetzt habe ich es einigermaßen verständlich erklärt. Die Mirjam näht das jetzt ab. Hier mal ein bisschen näher dran. Durch diesen Stich dehne ich jetzt gar nicht. Ich halte das nur, dass es gerade ist. Ja, du musst halt nicht dehnen, weil du diesen dehnbaren Stich hast. So, damit es schneller geht, machen wir das Ganze mal in Zeitraffer. So, das wäre erledigt. Und jetzt geht's weiter. Also die Naht sieht jetzt so aus. Und wenn ich jetzt dehne, hört man auch nichts. Also ich kann das jetzt richtig deutlich sehen. Das reißt nicht, man würde das ja hören. Außer, dass der Faden jetzt ein bisschen anders liegt. Nicht mehr so schön sauber. Aber ich habe es halt jetzt auch mal richtig durchgedehnt. Aber es passiert nicht. So. So, als nächstes muss man jetzt erklären. Ja. Müssen wir da eine Lasche ziehen? Das haben andere YouTuberinnen, die das Nähen besser erfunden haben, besser erklärt. Man muss das hier quasi so auseinanderziehen, damit man da so nachher so eine Kante bekommt. Diese Kante müsst ihr quasi abmessen, nachdem wie hoch euer Schaumstoff ist. Das zeigen wir euch mal eben. Und zwar geht es um diese Höhe hier. Das ist jetzt der untere Teil. Die Mäher misst das jetzt mal ab. Das sind 10 cm. Das heißt, die eine Seite 10 cm. Und was müssen wir auf der anderen Seite machen? Wir haben hier eine leichte Rundung. Von daher
Hat Christian gesagt, wir nehmen hier weniger. Und zwar 7. Genau. Ich habe jetzt hier die Mitte der Rundung genommen. Und das wäre dann ungefähr 7. Genau, damit sich das auch schön glatt zieht. Okay, wir merken uns auf der einen Seite 10 cm, auf der anderen Seite 7 cm. Was ich jetzt ganz schaue, ist, dass ich hier diese Mitte falte. Und deswegen habe ich das eben auch so schön gerade gelegt. Quasi hier mit der Naht überein habe, dass das auch schön mittig ist. Dann lege ich mir das hin. Dann messen wir die 10 cm ab und machen einen Strich mit einem Kreidestift. Das könnte er natürlich auch genauso gut mit einem Kugelschreiber oder sonst irgendwas machen, weil das sieht man später nicht mehr, weil es eben auf links ist. Aber wer eine Schere für 35 Euro hat, hat auch einen Kreidestift. So sieht das dann aus. Tu mal weg. Okay. Das spannt ihr mir ja mit in die Nähmaschine ein und näht das kurz ab. Auch das wieder im Zeitraffer. Okay, auch das wäre geschafft. Und jetzt sieht das. Noch mal ein bisschen so ins Licht. So aus. Jetzt könnt ihr hier abschneiden. Da ihr ja die Naht habt, da kann nichts mehr ausransen. Außer ihr schneidet in die Naht. Ja, in die Naht schneiden solltet ihr natürlich nicht. Zack. So, weil sonst würde man das von innen sehen, diese Lasche, und das sähe nicht so schön aus. Das sind ja noch 10 cm. Dann haben wir jetzt hier 7. Genau. Wie wir uns gemerkt haben, 10 und 7 cm. Jetzt kommt die Ecke mit den 7 cm. Die Miriam nimmt also wieder diese Lasche. Legt die schön aufeinander. Und da ihr das schon mal gesehen habt, machen wir das im Zeitraffer. So, und fertig. Jetzt wieder abschneiden. Schön Abstand halten von der Naht, damit sie nicht mehr aufgriffeln kann. Und ab geht's. Und schon haben wir die erste Seite fertig. So, kurze Seite, lange Seite. Lange Seite, kurze Seite. Sollte man jetzt spätestens mal drauf achten. Oh, etwas viel. So, die Miriam hat zu viel abgeschnitten. Ist aber nicht schlimm. Ich bin gespannt. Ist aber nicht schlimm, dann schneid davon noch ein bisschen ab. Bums, da liegt es. Ihr seht, wenn das zu lang ist, einfach noch ein bisschen abschneiden, so dass ihr das immer noch ordentlich einschlagen könnt. Weil diese Seite befestigen wir jetzt quasi mit Sicherheitsnadeln, weil das sieht kein Mensch, das ist hinten in der Ecke verschwunden, das ist an der Wand. Und so könnt ihr es immer wieder aufmachen und austauschen, wenn euch danach ist. Man kann das natürlich jetzt auch schöner mit Druckknöpfen oder zu machen, aber es ist eben, wie gesagt, völliger Quatsch, weil man es nicht sieht. So, die Miriam schlägt das jetzt hier ein. Ich
Dann gebe ich hier mal die Sicherheitsnadeln an. Hier, mein Schatz, hast du eine Ladung Sicherheitsnadeln. Ihr seht, dieser Stoff passt sich jetzt perfekt an, weil er eben gedehnt ist. Aber man sollte vielleicht darauf achten, wo ist hinten? Hin. Das ist besser. Das stimmt. Wie gesagt, diese etwas nicht so schöne Seite seht ihr natürlich nicht, weil sie hinten an der Wand ist. Und wenn man das Kissen jetzt stehen hätten, stellt es mal da an den Tisch. Aber auch richtig rum. Sieht dieses Rückteil dann. Das sieht so aus. Aber das ist schon, nee. Da muss noch ein bisschen zübbeln, ist ja kein Problem. Hier seht ihr diese genähte Seite. Ich finde, für Laien sieht sowas doch gut aus, oder nicht? Okay, und wir nehmen uns das nächste Kissen. So, kurze Ruhepause. Mein Arm ist eingeschlafen, aber gut. Ich drehe euch wieder um, weil jetzt wird es ein Tick komplizierter. Da das eine jetzt gut geklappt hat, nehmen wir jetzt das Sitzteil und das ist deutlich breiter. Das heißt, wir müssen diesen Bündchenstoff, das ist der gleiche, also das ist nicht die gleiche Farbe, aber es ist die gleiche Breite, auch wieder 35 cm, das heißt im Durchmesser insgesamt 70 cm, müssen wir jetzt deutlich mehr stretchen, weil eben die Sitzfläche viel größer ist. Leg die mal nebeneinander kurz, Miriam. Hab ich doch schon draufgelegt. Nee, nicht das. Okay. Sondern das andere Kissen. Leg das mal daneben, damit man das mal sieht. Ihr seht, die Breite, das ist schon ein erheblicher Unterschied. Das heißt, wir müssen deutlich, deutlich mehr dehnen, auch beim Nähen. Aber das zeigen wir euch gleich. Zuerst mal ist der Ablauf der gleiche. Du kannst wieder wegtun. Zuerst mal ist der Ablauf der gleiche. Ihr legt das wieder da drauf. Ihr schneidet, ein mehr. Ja, ihr schneidet ein bisschen großzügiger ab, weil es eben deutlich in die Breite gedehnt wird. Und dadurch, durch das in der Breite dehnen, physikalisch, wird es auch kürzer. Das heißt, ihr müsst ein bisschen länger wählen. Das heißt, ich würde schon sagen, eine Höhe, 10 cm auf beiden Seiten, weil auch dieser Sitz wieder 10 cm hoch ist. Willst du das zeigen oder nicht? Du kannst es zeigen. Das ist jetzt die komplette Höhe. Die wir nehmen auf beiden Seiten. Ich gehe wieder nach vorne. Wir schneiden gleich wieder ab. Ja, ich nutze hier die Kante halt. Ja, alles gut. Mach du mal. Wir gucken zu. Mach Sitz, Dackel. Wedeln um Schwänzchen. Bisschen Spaß muss sein. Aber ihr seht, diese Schere, die kostet schon nicht umsonst 35 Euro. Die schneidet auch wirklich gut. Ich habe eben auch schon mal geschnitten. Das ist schon was anderes als mit so einer Billigschere. Aber sowas muss man natürlich nicht haben. Zumindest nicht, wenn man einmal damit irgendwelche Bündchenstoffe für Wohnwagenpolster näht. Ja, aber guck mal hier. Ah. Ist das nicht schick? Perfekt. Sehr gut. So, jetzt gibt es zwei Besonderheiten, wie ich schon gesagt habe. Einmal müssen wir jetzt beim Nähen das Ganze stretchen. Das zeigen wir euch gleich. Und zweitens wollen wir, damit es einfach professioneller aussieht, diese tollen Label. Einfach ist ja nichts für die. Ich hoffe, man sieht sie gut. Aber ich glaube schon. Damit einnähen.
die man auch sehen kann, weil dann sieht das Ganze etwas professioneller aus. Die lagen im Nähgeschäft rum, kosteten nichts. Haben wir gedacht, warum nicht zwei davon einnähen? Okay, wir gehen wieder nach hinten und blenden euch wieder dazu. So, wir haben alles eingezeichnet, weil wir wollen dieses Label anbringen. Da zeigen wir jetzt nicht wie, weil das wäre zu kompliziert jetzt für das Video. Wir nähen jetzt wieder den geraden Stich. Einmal von vorne bis hinten, so wie eben auch. Ja, Geradstich muss man wohl, ist nicht dehnbar. Musst du verriegeln, vorne und hinten. Erklärst du bitte den Leuten, was verriegeln heißt? Also vor- und zurück nähen einmal, dass der Faden sich nicht löst. Da braucht man keine, diese besonderen Knötchen zu machen. Das heißt, damit der Stich nicht wieder aufgeht. Genau. Wie gesagt, einmal gerade rüber, so wie eben auch. Und dann machen wir wieder die Ecken. Und das Ganze wieder im Zeitraffer. Okay, Zeitraffer mal kurz aus. Denn was ich vergessen habe, wir müssen das jetzt, die Miriam zieht das jetzt ganz gewaltig. Weil nachher, wenn man das drüber zieht, wird es ja auch ganz deutlich gedehnt. Weil wie gesagt, das Kissen ja sehr dick ist und sehr groß ist. Und deswegen müssen wir jetzt ganz weit dehnen, damit es nachher auch drüber passt und die Naht nicht wieder reißt. Das müsst ihr aber, wie gesagt, nur machen, wenn das Kissen deutlich größer ist als der Stoff selber, den ihr drüber ziehen wollt. Auch das nochmal kurz erklärt, das ist jetzt wie gesagt dieses Label. Ich denke mal, die meisten werden das nicht machen. Für uns ist es eben eine lustige Spielerei. Aber wie gesagt, das muss man nicht machen. Das wollen wir jetzt auch nicht näher erklären. So, gerade Naht fertig, Faden ab und jetzt kommen wieder die Seiten. Da hatten wir uns gemerkt 10 cm, 7 cm. Ja, da ist das Label. Das heißt, an der Seite, wo das Label ist, da brauche ich jetzt nicht zu interessieren, brauchen wir 10 cm. Wir ziehen das wieder auseinander. Messen 10 cm ab. Nehmen uns den Kreidestift oder Kugelschreiber oder was das sonst auch immer. Und ziehen die 10 cm ab. Hat sich da nicht 8 genommen? Ja, du musst, glaube ich, wegen dem Label musst du 8 nehmen. Aber ihr nehmt bitte 10 dann. Oder ihr messt zuerst mal besser, wie hoch euer Schaumstoffkissen ist. Seite Nummer 1 fertig, andere Seite, wir haben uns gemerkt, 7 cm. Meine Schere liegt da hinten.
Da musst du da hinlaufen. Ja, ich kann das. Tut mir leid. Okay, dann machen wir es gleich. Weil es geht darum, diese Ecke wieder abzuschneiden. Ecke Nummer 2, wie gesagt 7 cm. Angezeichnet und ab in die Maschine. So, fertig. Die Ecken braucht ihr übrigens nicht zu dehnen, weil die sollen ja genauso hoch sein. Letztendlich wie euer Schaumstoff ist die Naht richtig. Trommelwirbel haben wir nicht. Wir haben schneidet noch die Ecken ab. Ja, das ist wirklich ein bisschen mühselig. Aber sie hat es geschafft. Applaus. Seht ihr, wir haben deutlich mehr an den Seiten genommen und trotzdem ist es relativ schmal geworden. Das heißt, das müsst ihr wirklich nehmen. Zweimal eine Schaumstoffhöhe. Das haben wir euch ja gezeigt. Da ist das Label. Aber noch hält die Naht. Ja, wollen wir nicht. Ja, die ist aber ganz in der Spannung. Ja, sollte ja. Soll ja ordentlich kompakt sein und sie nicht bei jedem draufsetzen irgendwelche Falten bilden. Hm? Während die mir das hier fertig macht, der Stoff hat uns jetzt 10 Meter von dem Grauen, weil das auch noch an die Rückwände, die bei uns mit Stoff verkleidet sind, kommt. 10 Meter hat uns gekostet 90 Euro und von dem Grünen haben wir 5 Meter genommen, könnt ihr euch ausrechnen, hat 45 Euro gekostet. Das heißt, für 135 Euro Polster, die wie neu aussehen, da kann man echt nicht meckern, oder? Frau Mirjam? Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. So, Mirjam macht noch kurz die Sicherheitsnadeln dran. Jetzt nähen wir eben das zweite und dann zeigen wir euch beide mal zusammen. Wir haben beide fertig. Ja. Und jetzt drehen wir euch mal um und zeigen euch mal unser Kunstwerk. Jetzt müssen wir aus dem Wohnwagen noch die Seitenelemente holen. Ja. Das wird noch eine Sache, weil wir noch nicht so ganz genau wissen, wie wir die abmachen. Die haben wir nämlich noch nicht hier. Das werden wir morgen erledigen. Und wenn wir die fertig haben, weil die müssen wir eigentlich nur mit Tackern an der hinteren Wand festmachen. Aber das zeigen wir euch dann auch, wenn wir die hier haben. Und dann zeigen wir euch natürlich auch das komplette, gesamte Werk im Wohnwagen. Ja. Für heute Abend machen wir Schluss. Feierabend. Aber wir haben noch eine Idee gehabt. Was für eine Idee? Wir wollten noch mit den Rückteilen noch was machen. Mit den Rückteilen haben wir auch noch was vor. Mit den grünen Kissen. Ich drehe euch nochmal um. Und zwar werden wir da mittig
Wir wissen noch nicht genau, ob mittig oder auf beiden Sitzen quasi. Es sind ja zwei Sitze, wenn man so will, auf jeder Seite. Noch so ein schönes Muster machen, weil das sieht auch richtig wertig und cool aus. Oder ob wir, wie gesagt, daraus zwei machen. Eins hier links und eins hier rechts. Aber das, wie gesagt, das gesamte Werk zeigen wir euch dann in den nächsten Tagen. Okay, Miriam, wir machen Feierabend. Ja, wir machen Feierabend. Ich sehe nur gerade, das zweite haben wir schöner zusammengesteckt. Das macht nichts. Bis morgen. Tschüss. Hallo zusammen. Es geht weiter. Und zwar machen wir jetzt diese Stoffrückwände. Die zeige ich euch jetzt gleich mal. Die bespannen wir jetzt auch. Und da zeigen wir euch natürlich auch, wie wir das machen. Weil dann haben wir alles komplett. Wir legen einfach mal los. Und zwar geht es um diese Platten hier. Andersrum sehen die so aus. Die sind quasi ja, hinter unserem Esstisch und auch um unser Bett herum. Und damit das alles stimmig aussieht, wollen wir natürlich, dass auch die in den gleichen Stoff gezogen werden. Und das machen wir jetzt. Okay, wir drehen das Ding wieder um. Jetzt schneidet die Miriam diesen Stoff. Ich vergesse immer den Namen. Bündchenstoff. Diesen Bündchenstoff, genau. Schneidet die Miriam jetzt auf die richtige Länge. Dabei braucht ihr auch wieder nicht mehr zu nehmen als einmal die Länge, weil man stretcht das Ganze ja wieder. Wir schneiden jetzt quasi einmal ab. Dann übergebe ich jetzt gleich die Kamera der Miriam, weil das Getackere, das ist, wir haben keinen Elektrotacker, wir machen das quasi mit roher Handkraft. Und das mache ich. Weil die Miriam kann das zwar, aber dafür fehlt ihr einfach die Ausdauer. Ist ja auch nicht schlimm. Für irgendwas muss ich ja gut sein. So, das zweite Brett ist auch fertig. Jetzt drehen wir es natürlich auch mal um, damit ihr es seht. Und so sieht es jetzt aus. Ist jetzt ordentlich bezogen. Keine Falten mehr drin. Und jetzt können wir es im Wohnwagen wieder montieren.